Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Erststraße, dann Rapbox von Amar. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Erststraße, dann Rap von Amar. Das Ganze am 25. Mai, vergangenen Freitag, erschienen. Wir werden das Ganze mal aus der Folie holen und uns dann im Detail ansehen. So. Wir haben eine rote Box mit weißer Schrift darauf und hier auf der Oberseite haben wir noch eine Grafik, ein Foto, und zwar sehen wir hier diverse Männer am Boden liegen mit Kabelbindern auf dem Rücken und dann zwei Herrschaften darüber, einer, der gerade die Männer festnehmen dürfte, und einer, der gerade hier Ware irgendwie abtransportiert. Also es sieht so aus, als würden hier Zivilfahnder entsprechend diverse Leute hier hochgenommen haben. Erststraße, dann Rap lesen wir hier, Amar. Und dann haben wir hier noch PP, also Press Play, das Label, über das Ganze erschienen ist. Und dann haben wir noch einen Hinweis, Under 17 requires accompanying Parent or Adult Guardian. Okay, sehr interessant, also sowas wie ein Verbraucherhinweis mehr oder weniger. Also für Minderjährige unter 18 Jahren ist das nicht geeignet, scheinbar. Gut, das Ganze zieht sich hier so durch, in Rot, alles in Rot, in Glattrot, und auf der Rückseite lesen wir dann hier Amar und auch hier wieder Press Play, Credits und Barcode. Gut, das Ganze, eine reguläre Clubbox, geht dann hier auf der Seite auf. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich, dann Instrumentals, ein T-Shirt, eine Autogrammkarte, drei Sticker und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. Das ist das zweite Soloalbum von Amar. Nach Armageddon, dieses Jahr schon einige Jahre her. So, nachdem hier das Album noch eingeschweißt ist, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Und dann haben wir auch noch das Shirt in Plastik. So. Gut, wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also das Albumcover, genau wie auch schon das Boxcover designt, hier in diesem Rot-Weiß und hier mit dieser Grafik. Das Ganze kommt in einem Standard-Jewel-Case. Auf der Seite lesen wir auch Amar, Erststraße, dann Rap. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben 16 Stück an der Zahl. Und wir haben jede Menge Features. Wir haben Features von Motrip, Azad, Yoni, Butch, Urchandise, Mighty Kassov dürfte das sein, Savage, Lackmann, Xavier Naidoo, Boos, Hayes, Nadim und Nabil. Also jede Menge Features, Credits und Barcode, Erststraße und Rap lesen wir hier hinten auch nochmal. So sieht das Ganze dann von innen aus, also wirklich alles in diesem Rot-Weiß gehalten. Und wir werfen mal einen Blick in das Booklet. Okay, also hier sind wir wieder bei der Thematik, deswegen dürften auch die Herrschaften hochgenommen werden oder hochgenommen worden sein, da hier Drogen im Spiel sind. Also wir sehen hier eine Digitalwaage, auf der diverse Drogen abgewogen werden, und auch hier diverse Päckchen, diverse Baggies, in denen Drogen verpackt wurden. Dann haben wir hier eine Tracklist inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer gefeatured wurde, wer produziert hat. Und dann haben wir noch eine Grafik, eine Aufnahme von Amar. Hier scheint er gerade im Studio aufzunehmen. Press Play zum Abschluss. Ja, Amar hat ja eine Haftstrafe abgesessen. Soweit ich informiert bin, war das auch wegen Drogenverkaufs. Dann haben wir hier eine
CD mit Amar ESDR beschriftet. So sieht das Ganze aus, Rückseite glattrot. Zusätzlich zum Album bekommen wir dieses Digisleeve, diese Papphülle, Erststraße, dann Rap Instrumentals. Hier auch nochmal 16 Tracks aufgelistet. Die CD in Schwarz, Rot und Weiß. Sehr schön. Dann haben wir drei Sticker an der Zahl. Wir haben einmal diesen hier. A6 dürfte das sein. Amar ESDR. In Schwarz und Rot im Querformat. Dann haben wir einen kreisförmigen Sticker. PP, also Press Play. Und dann diesen dreieckigen Sticker, auch hier wieder PP designed, also Press Play, das Label. Dann haben wir eine Autogrammkarte, sieht so aus im Querformat. Das Foto, das wir bereits aus dem Booklet kennen, in diesem rot und blauen Licht. Und dann hier mit silbernem Stift Amar unterschrieben. Rückseite blank weiß, sehr schön. Dann haben wir ein Poster. Und dieses ist vom Design her sehr interessant. Und zwar lesen wir hier oben Amar ESDR, also Erststraße, dann Rap. Dann haben wir hier links und rechts so schwarz-rote Pfeile. Und was wirklich interessant ist, weil die meisten Poster beinhalten dann irgendwie etwas vom Artwork oder den Rapper an sich oder Tourdaten, was auch immer. Aber hier sehen wir weder Amar noch sonst irgendeine Person abgebildet, sondern nur eine Tür. Sieht nach einer Wohnungstür aus. Und diese Wohnungstür wurde hier versiegelt mit einer, man kann das sehen, mit einer amtlichen Siegelmarke. Und zwar lesen wir hier: Dienststelle LKA Freiburg, Sachbearbeiter Herr Hurensohn. Okay. Und dann hier eine Telefonnummer, Verschlusssiegel. Und was lesen wir hier noch? Wer dieses Siegel beschädigt, ablöst oder unkenntlich macht oder den dadurch bewirkten Verschluss unwirksam werden lässt, macht sich nach Paragraph 136 Strafgesetzbuch strafbar. Okay, also auch hier wieder der Bezug auf die kriminellen Aktivitäten von Amar, die er jetzt mit diesem Album hoffentlich hinter sich gelassen haben dürfte. In Bezug auch auf den Albumtitel Erststraßenrap auf jeden Fall passend. Gut, und dann haben wir zum Abschluss noch, wie so oft, ein Shirt mit dabei. Und zwar lesen wir hier auch wieder in roter Schrift Amar ESDR, Erststraße, dann Rap. Das Shirt ansonsten glatt schwarz, also Neckprint ist keiner vorhanden. Und wie so oft haben wir es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben das schwarze Shirt mit dem roten Aufdruck quer über die Brust, Amar. Und darunter lesen wir dann ESDR. Das ist eben die Abkürzung für Erststraße, dann Rap. Ansonsten hier nichts weiter aufgedruckt. Relativ simpel gehalten, Interpret und Albumtitel bzw. Abkürzung des Albumtitels hier drauf. Von der Farbkombination Schwarz-Rot gefällt mir richtig gut. Allerdings das Shirt mir etwas zu simpel, also irgendwie zu wenig drauf. Aber ansonsten von der Farbkombination durchaus gelungen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Dann dieses Poster, einseitig bedruckt im Hochformat. Die unterschriebene Autogrammkarte im Querformat. Drei Sticker an der Zahl. Die Instrumentals zum Album, die kommen im Digisleeve in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Erststraße, dann Rap mit 16 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, Erststraße, dann Rap von Amar. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Amar unterstützen möchtet,
dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.